Hallo Leute, ich nochmal. Ja, Aquarium, wie gesagt, ich wollte mir jetzt kurz mal was erklären und zeigen. Ich hoffe, dass Aquadicted das auch nochmal macht für euch. Ganz wichtig, ich habe den angerufen und den Bescheid gesagt. So, erstmal, als allererstes, Algenprobleme in Aquarien bei Stein oder Steinen drauf, sieht man manchmal grün Algen oder es haben ein bisschen Algen drauf, ja, wie hier so. Genau, man sieht es ja, dass ein bisschen Grüneigen sind und auf den Lavasteinen sowieso dann immer, ja. Ich wollte euch nochmal zeigen, was man dagegen tun kann. Das ist ganz simpel, ja, und immer wichtig fürs Aquarium auch, für Aquas Escape und alles sowas. So, wo fangen wir an, wo zeige ich es am besten? Naja, warte mal, eigentlich hier in der Ecke. Okay, ich zeige es dir mal. Man sieht, dass da ein bisschen grüner Belag drauf ist, ja, ist nicht nur das Licht. Und ich erkläre gleich nochmal etwas zum Licht, ganz wichtig zu Algen. So, ich nehme den Stein. Bei Algenprobleme, also immer die, also nicht Algenprobleme, immer die Steine nehmen und dann irgendwann umdrehen. Keiner erklärt es in dem Video, sie versteht es einfach nicht, auch nicht Aquadicted. Und schon ist er weiß. So, jetzt werden die Algenbelege von den Kleinstlebewesen im Bodengrund verwertet, aufgegessen. Die freuen sich darüber. Bei allen Steinen einfach umdrehen, ganz wichtig, damit verschwinden die Algenbelege. Und mit somit sieht man bei jedem Wasserwechsel am besten. Also nee, wenn es dann nach einem Monat, ich weiß nicht, wie lange Algen bei euch brauchen auf die Steine und dann einfach beim Wasserwechsel drehen oder so. Alle Steine, auch der grüne muss hier gedreht werden eigentlich. Wir können den ja mal versuchen zu drehen, ich zeige es euch einmal. Weil der wird jetzt nicht im Bodengrund reingehen, ist klar. Weil wo soll ich ihn da hinmachen? Aber ich kann ihn drehen, damit sind die Algen zum Beispiel jetzt, die da waren, ja, da drauf, sind jetzt nämlich... So, sind jetzt nicht mehr zu sehen. Denn darunter, der Stein, sieht man den Unterschied. Seht ihr den Unterschied? Ja? Ja, hier muss mal wieder gedreht werden. Ganz klar. Ja, bloß hier ist noch ein bisschen Einlaufphase wegen allem und so. Man kann hier nicht alles immer drehen. Und gerade erst alles Bodengrund gewechselt und so. Da kann man nicht so viel einwirken auf einmal. Immer so hin und her und so. So, ja, mein Boden hier ist nochmal Raven. Wie gesagt, Raven. Da ist er. So, aber darum geht es ja gerade nicht. Ich zeige hier nochmal ganz schnell... genau, habe ich ja gezeigt jetzt, den Stein, den Unterschied. Ganz hell, grünlich, ja? So, passt auf. Auch bei den Kiesboden, den weißen, einfach die Oberschichten mit dem Finger ein bisschen auffühlen beim Wasserwechsel, vorm Wasserwechsel. Dann drehen sich die kleinen Ministeine wieder rein im Boden und so ein bisschen, nur leicht, nicht zu tief. Und dann ist es auch nicht mehr grün, ja? So, und jetzt nochmal eine andere Sache, ganz wichtig zu den Algen. Wenn man bei der Lampe... Die Algen, da hat also rote Beleuchtung, rotes Licht, ja, RGB, wie man nennt, rote Licht fördert die Pflanzen, ja, und weißes, weil im Weißen ist auch blau und weiß drin, sieht man kaum, ist auch da drin, oder sieht man gar nicht, so, also es ist wichtig, dass man immer rote Farbe hat und weiß nur im Aquarium, denn die Pflanzen brauchen rotes. So, jetzt kommt's aber. Die Algen brauchen kein rotes, kein weißes. Die haben weißes, ja, weil da rot und blau mit drin ist und ein bisschen blau. Aber eigentlich blau. So, blau. Also bitte stellt das blaue Komponente, die blaue Farbe, einfach auf 10% nur runter. Die anderen hoch. Rot 100%, Licht 100%, Grün 100% und das blaue auf 10%. Damit werden auch keine Algen gefördert, denn die Algen brauchen blaues Licht. Und es ist jetzt im Weißen enthalten, aber wenig und dadurch kommen die nicht so schnell. Ich habe das blaue Licht runtergestellt, weil hier wieder ein bisschen Farnalgen kommen durch die Fütterung. Habe ja weniger fütter ich jetzt ja auch. So, und wenn ihr blaues Licht 10% nur lässt, ja, dann ist es am besten. Und abends in der Mondphase am besten keine Mondphase machen mit Blau. Meine Phase ist eher rötlich, da ist 100% Rot, Grünanteil drin, glaube ich, ein bisschen Grünanteil, 1% und 1% nur Blau, genau. Und ansonsten 100% Rot. Und ich glaube, kein Prozent weißes Licht, das ist bei mir die Nachtphase. Ja, kann ich Ihnen nochmal zeigen. Es ist ganz wichtig, dass das rote volle Pulle kommt, weil da die Pflanzen nochmal sehr entspannt sich entspannen, so wie wir mit der Haut sich nochmal abends so und Sonnenaufgang, Untergang, wisst ihr, was ich meine. So, also bitte blaues Licht runterstellen auf 10 nur und bei einer Mondphase, keine Mondphase, blaues Licht machen, lieber dieses Sonnenuntergangslicht konstruieren.
Ja, 100% rot, 1% grün, 1% blau, 0% weiß. Dann müsste alles angenehm sein für einen Sonnenuntergang. Ja, genau. Ganz wichtig, blaues Komponente, blaues Licht weglassen, ja, und Algen werden dadurch nicht gefördert, nur durch die 10%. Hast du 100%, ist es ja klar. Und dadurch sieht das Aquarium jetzt weißer, heller aus, ja, weil das Blaue nicht da ist. Gut, das ist ganz wichtig für euch Leute, die Algen nicht fördern wollen, wenn du schon Probleme im Aquarium hast, dann nicht auch noch blaues Licht, ja, genau. Und Minimum Licht würde ich ja empfehlen, auf jeden Fall trotzdem, also 6 Stunden. Aber ich mache meine immer so 8-9 Stunden. Weil wegen Untergang kommt noch dazu, sind wir auf 9 Stunden. Weil Sonnenaufgang halbe Stunde und Sonnenuntergang halbe Stunde. Und eigentlich ist ein Sonnenaufgang 1 Stunde und ein Sonnenuntergang eine ganze Stunde. Genauso. Und ich schreibe im Internet, es dauert 1/2 Stunde. Das stimmt gar nicht. Geht mal. Abends werdet ihr mal merken, dass es 1 Stunde dauert, bis alles dunkel ist und nicht 1/2 Stunde. Und die erzählen überall im Internet 1/2 Stunde. Das ist falsch. Eigentlich 1 Stunde. Bloß von der Zeit des Lichts wollte ich nicht 1 Stunde machen. Darum geht es, weil es ein Aquarium ist. Aber draußen ist es immer 1 Stunde. Sonnenaufgang, Untergang. Und nicht 1/2 Stunde. So ein Quatsch. Gut, Männer, wollte ich nur nochmal zeigen nochmal und nochmal erklären. Blaues Licht, Steine umdrehen und wegen Algen weniger Förderung und bla. Ganz wichtig. Ich wünsche euch angenehme Momente. Bleibt gesund und danke. Vielen Dank für diese ganzen Aufrufe bei meinem Kanal und so. Irgendjemand, denkt mal von Aquadicted, irgendjemand schickt dir einen Link und für den Leuten oder so und teilt es immer. Das finde ich sehr toll. Ich muss mich da sehr bedanken. Schade, dass ich nicht weiß, wer es ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist kein Kritiker. Weil reden kann man über andere viel, wenn man selber dein Aquarium dann nicht zeigt, wa? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, wie gesagt, zweite Lampe ist ja da und die läuft jetzt nur auf weiß und nicht mehr auf Arms. Die habe ich immer auf rot und blau gestellt, wenn angeht das Licht, die eine Hauptlampe, das nicht zu hell ist. Das war aber nicht so toll, weil da blaues Licht ziemlich stark drin war und deswegen habe ich das jetzt rot und blau weg und habe nur weiß. Aber jetzt nur 6 Stunden erstmal an und irgendwann kommt die dann auch 8 Stunden, die hier, die große, diese Prisma, die nur weiß jetzt hat und das rote und blaue ist jetzt weg. Das ist zwar auch drin, das sieht man auch nicht mit bloßen Augen, aber da waren noch extra Komponenten und die habe ich ausgemacht. Genau, ganz wichtig, Leute. Und vielleicht hole ich mir ja auch noch eine Fluval, die da hinten, die schmale, eine Fluval, vielleicht noch eine zweite. Und die Chiros-Lampen, da wie die heißen, die sind zwar auch okay, aber sind ziemlich teuer. Die Fluval bringt eigentlich dasselbe. Die hat nur weniger App-Einstellungen, aber eigentlich hat die dasselbe. Und so, wenn man davon 2 hat, ist auf jeden Fall Bombe. Kann ich auch nochmal empfehlen, wa? Bis deine angenehmen Momente gewünscht.